Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Omen. Es ist gerade 4.30 Uhr morgens an einem Sonntag und ja, ich habe gerade nichts Besseres zu tun, als hier aufzunehmen. Und ich finde, das ist eine optimale Zeit dafür. Und ich will jetzt einfach ein bisschen Spaß haben und ein bisschen spielen. Und ich hoffe, ihr werdet auch Spaß daran haben, egal wann ihr das seht. Ich habe ein paar Kommentare bekommen und zwar... einmal, warum kann ich die nicht betäuben übrigens? Jetzt habe ich ihn betäubt, egal. Einmal vom Gekri93 hieß er, glaube ich. Sorry, wenn ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Und er meinte, dass ich den Spielsound bitte mal etwas lauter machen soll. Ich bin eigentlich der Meinung, dass er schon ein bisschen zu laut ist. Und der Mr. Jack Smith hat mir auch geschrieben, dass er zu laut ist, dass er mich teilweise gar nicht versteht. Und das ist natürlich sehr, sehr schade. Womit ich... Okay, wir wollen nach oben zu Maleks Bastion. Und ich möchte aber vorher nochmal hier durch die Dörfer. Denn da waren noch ein paar Steine, die wir jetzt mit dem Streitkolben zerschlagen können. Ich fliege einfach mal dahin. Jedenfalls, der Mr. Jack Smith hat mir halt geschrieben, dass man mich teilweise erst gar nicht verstehen kann. Ja, und ich wollte jetzt mal gucken, ob ich die Lautstärke nicht so ein bisschen anpassen kann. Ups, nee, das war die falsche Taste, das ist das falsche Menü. Das Problem ist, ich würde gerne das, was gesprochen wird, die Stimmen lauter machen, die Musik so beibehalten und die Kampfgeräusche etwas leiser machen. Leider... können wir das nicht so. Wir können die Musik und den Sound umstellen. Das heißt, ich werde den Sound ein bisschen leiser machen und einfach mal gucken, wie das jetzt in dieser Aufnahme so ist. Ich denke mal, die Musik ist so in Ordnung. Und dann einfach mal schauen. Und ihr könnt mir dann auch bitte gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denn so von der Lautstärke haltet. Ob das in Ordnung ist, ob ich das lauter machen soll, leiser, wie auch immer. Damit ich mal so ein grobes Bild habe, wie das bei euch ankommt. Weil ich kann das ja selber auch nicht unbedingt immer beurteilen. Ich weiß ja, was ich sage. Deswegen habe ich da nicht immer so das Problem. Und ich gucke mir meine Videos auch nicht komplett an. Jedenfalls die meisten nicht. Sondern... guck immer wieder zwischendurch, gucke ich mal da rein, da so in die Mitte ein bisschen weiter hinten, ein bisschen weiter vorne, den Anfang, damit ich einfach so einen groben Überblick habe, wie der Sound ist im Verhältnis zu meiner Stimme, damit ich das alles vernünftig einstellen kann, weil für die Aufnahme kriege ich das natürlich gar nicht richtig geregelt, da passiert, es geht halt nicht, deswegen muss ich das im Nachhinein machen und dann gucke ich mir das halt so ein bisschen an. Wie komme ich hier runter? So komme ich hier runter. Genau, das wollte ich doch tun. Ich laufe jetzt einfach ein bisschen in der Wolfsform, das ist schneller. Und ja, schreibt mir einfach mal, was ihr davon haltet und wie ich das handhaben soll. Ob ihr, wie der Gekri93 meint, dass es noch zu leise ist, der Ingame-Sound, oder ob ich den runterdrehen soll, so wie Mr. Jack Smith es vorgeschlagen hat. Wie auch immer, wir wollen Malek suchen. Und wir wollen vorher... oh, ich glaube, das war sogar schon hier in diesem Abschnitt. Wollen wir mal gucken, was in den Höhlen ist. Hallo, stirbst du mal? Komm her, stirb! Ich glaube, ich treffe den gar nicht jetzt. Okay, ich will dein Blut haben. Gib mir dein Blut! Nom, 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 nom. Und ich guck mal auf die Karte. So, wir haben da unten eine Tür und... hier haben wir eine Tür, da komme ich nicht durch. Genau, da oben wollten wir noch rein. Da war ein Stein im Weg. Ich hoffe, ich kann jetzt zerstören. Wenn nicht, dann... na gut, dann eben nicht. Dann reisen wir einfach weiter gen Norden, denn in diese Richtung müssen wir ja sowieso, um zu Malek zu gelangen. Und ich bin mal schon sehr gespannt, was uns dort erwarten wird, denn Malek ist nun mal ein Vampirtöter. Und da er jetzt eigentlich keinen Körper mehr hat, sondern nur in dieser Rüstung drin ist, könnte das ziemlich interessant werden, wenn wir uns den zum Feind machen. Aber wir müssen ihn ja besuchen, damit wir herausfinden, wo wir die anderen, oder nicht nur wo wir die anderen finden, sondern wie wir zu ihnen vordringen können. Ja, komm, komm, komm. Ich habe übrigens gelesen, also hier in der einen Höhle bei der Fontäne hatte ich ja etwas mehr Stärke bekommen. Ich habe gelesen, dass es einfach dafür gesorgt hat, dass wir hier diese Felsen schieben können. Also es ist nichts besonders Spektakuläres. Von daher, ja, leider, ich glaube, nicht mehr Schaden. Ich bin mir aber auch nicht sicher.
Das könnte der Krindig eventuell wissen, weil der hat mir auch geschrieben, dass er nicht spoilern darf. Oder soll, oder wie auch immer. Okay, die kann ich damit nicht kaputt machen. Und der Krindig, wenn du das hier siehst, und ich hoffe, du siehst es, ich hoffe, du guckst mir weiterhin zu, auch wenn ich mich vielleicht ein bisschen doof anstelle, an der einen oder anderen Stelle, du könntest mir doch sagen, ob ich da mehr Schaden auch mitmache oder nicht. Ansonsten, Moment, hier war noch was, oder? Hier konnte ich doch da rechts noch durch. Oder zumindest da oben rechts durch. Und weiter nördlich hatten wir die Hearts of Darkness. Oder meintest du das, dass ich den Streitkolben bekomme und so an die Hearts of Darkness da dran komme? Egal, sag's mir nicht. Das möchte ich nicht wissen. Ich frag einfach, wenn ich was wissen will. Und dann darfst du mir auch antworten. Dann darfst du mir auch spoilern. Denn dann möchte ich's ja wirklich wissen. Naja. Ich umgehe jetzt auch mal hier die Wachposten, weil ich habe eigentlich keine Lust, gegen die zu kämpfen. Weil das nimmt wieder Zeit weg und hier waren wir schon. Ich will ja nur gucken. Ne, hier ist auch nichts. Bin ich doof? Ja, ich bin irgendwie doof. Dann geht's halt noch weiter nach Norden. Ich bin jetzt durch die Städte gegangen, kann gar nichts machen. Das ist auch ein bisschen... Aua, aua, aua. Ein bisschen doof. Dum, 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 dum. Das Wandern ist des Müllers Lust und auch die Lust des Vampirs, denn der Vampir wandert auch gerne, wie man hier sehen kann. Ich habe ja in der letzten Folge auch gesagt, dass ich eigentlich lieber das Schwert benutzen möchte, aber ich probiere es jetzt doch nochmal ein bisschen mit dem Streitkolben aus und hier wollte ich durch. Jawohl, Hearts of Darkness, sehr schön. Denn ich meine, so schlecht ist das gar nicht. Wir können die betäuben und schnell töten. Und ich glaube, die sind sowieso schon beim ersten Schlag betäubt. Von daher ist das gar nicht mal so schlecht. Ja. Genau, zu Manix Bastion müssen wir hier oben rechts lang. Und ich will immer noch wissen, wie ich zu diesem Haus dahin komme. Zu dem, was da so ein bisschen rot schimmert. Also, da dürft ihr mir gerne auch sagen, ob wir da später noch hinkommen oder ob ich da gar nicht hinkomme. Oder ob ich irgendwas Bestimmtes machen muss, um das zu schaffen. Aber naja. Ich gehe jetzt erstmal hier weiter und... Ich nehme erstmal eine andere Form an. Wie wäre es denn so ein bisschen mit dieser hier, damit die uns nicht angreifen? Bis natürlich der hier, der uns schon gesehen hat. Gib uns dein Blut. Dafür wirst du sterben. Okay, ich muss ihn doch mehrmals treffen. Geht doch so. Ah, vielleicht nehme ich doch über das Schwert. Ich weiß ja nicht so recht. So, man soll in der Form auch mit Menschen reden können, aber bisher habe ich irgendwie nicht so die Erfahrung gemacht, dass das geht, oder? Also ich drücke verschiedene Tasten, es passiert aber nichts. Okay, die Taste muss ich drücken. Dann kann ich mit denen reden. Ja, bla bla. Ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so wichtig, was die mir hier zu sagen haben. Deswegen werde ich gar nicht erst mit den ganzen reden. Sondern ich laufe einfach durch die Stadt und hoffe, dass mich keiner angreift. Und gehe einfach mal so ein bisschen hier Richtung... Ooh, aren't you the handsome one? Natürlich bin ich handsome. Klar, sieht man doch. Vor allem als Vampir. Aber ich möchte hier durch... Und Manix Bastion müsste eigentlich schon direkt im nächsten Screen sein. Das wäre ziemlich cool. Schauen wir mal. Nein, hier ist noch nicht Manix Bastion, aber eine Höhle. Und ein Handelsposten. Das erinnert mich total an die Handelsposten aus Heroes of Might and Magic. So ein bisschen sieht das Gebäude aus. Wow, wow, wow. Hilfe, Hilfe, die haben Schilde. Komm. Boah. Geht doch. Okay, ich glaube, gegen diese Feinde ist der Streitkolben doch verdammt nützlich. Den werde ich erstmal beibehalten. So, komm her. Mit dem Schwert müsste ich wahrscheinlich endlos auf sie draufhauen und würde sie dann aus Versehen noch töten, ohne ihr Blut zu kriegen. Das wollen wir ja auch nicht, oder? So, komm her. Ja. Das ist zwar dann irgendwas... Ich kann wieder nicht reden. Irgendwann wird das dann zwar wahrscheinlich... Hallo. Sehr geil. Wirklich sehr, sehr geil. Also, wir werden nicht so schnell sterben. Hoffe ich zumindest. Ich weiß ja nicht, was uns erwartet, dass wir hier so viele Hearts of Darkness bekommen, aber schauen wir mal. Wir gehen erstmal in die Höhle rein. Ah, vielleicht hätte ich doch in die Höhle gehen sollen, wo der Minotaur... Ah.
Na, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Trink mir mal davon. Was? Ich bin gespannt, was wir diesmal kriegen. Und? Your magic energy recovers more quickly Ah. after our blood enhancement. Ja, sehr geil. Wir haben eine höhere Regeneration von unserem Mana. Hui. Warum bist du kein Geist? Sind hier nicht normalerweise Geister oder gilt das nur für die Leute, die irgendwo drin sind? Naja, egal. Auf jeden Fall, unser Mana stellt sich schneller wieder her. Das kann sicher sehr nützlich sein. Und ich frage mich gerade, in dieser einen Höhle, wo die vierarmigen Statuen waren, hätten wir diese Statuen mit dem Streitkolben zerstören können? Wenn ihr es wisst, sagt mir Bescheid, Grindig. Hi. Sagt mir Bescheid. Boah, ich komme gerade nicht gegen ihn an. Komm, stirb. Hilfe. Gib mir dein Blut. Wow, 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 wow. Also, das war kein guter Kampf. Oh, dann kriegen wir nur so wenig Blut wieder. Ich glaube, ich muss gleich mal noch ein paar Snacks finden. Years ago, word reached us of a strange pestilence that had laid siege to a few remote villages far east. But the rumors failed to prepare us for the horror that was the plague. Okay. Er hat irgend ein bisschen was über die Pest erzählt. Wie kriege ich eigentlich diese Türen auf? Diese haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Das wäre auch eine Frage, die ich gerne beantwortet hätte. Finden wir da noch ein Item oder muss ich sonst irgendwas Spezielles machen? Worms and maggots fed upon his festering skin. The scent of tainted blood seeped through the wounds upon which they feasted. Pity. Such a waste. Good blood gone bad. Oh, er trauert dem guten Blut hinterher, das verloren gegangen ist. Corhagen, my... Nein! Ich hab's weggedrückt. Corhagen, Mai... irgendwas. War das nicht die Stadt, wo er gestorben ist? Und zum Vampir dann wiederbelebt wurde? Ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Warum liegen hier Särge drin? Das ist äußerst mysteriös. Kommen wir jetzt in eine pestgeplagte... Boah, hier sind überall so viele Leichen. Was ist denn hier passiert? Ist hier irgendwie... ein Metzger durchgelaufen oder so? Und vor allem guckt euch mal diese Leiche an. Die sieht doch schon total verrottet aus. Das ist... irgendwie so ein bisschen ekelhaft. Death and disease stalked these streets. Bodies lay most in the very spots in which fate had taken them. A perfect homecoming. Ah, super. Oder ist Corhagen seine Heimatstadt? Ah, gut. Wie auch immer, da sind wieder Türen, wo wir nicht hinkommen wahrscheinlich. Wo sind wir? Sind wir jetzt in Corhagen? Ich muss mal eben... Nein, das war wieder der falsche Knopf. Ich will immer auf Start drücken, aber Start führt mich in das Menü. Ich muss auf Select drücken. Aber ich wusste, hab nicht gesehen, dass zwischen hier der einen Stadt und Manex Bastion noch doch das. Nee. Ah, wir sind in die ganz falsche Richtung gelaufen. Ja, wie kommen wir jetzt zu Manex Bastion? Das wüsste ich schon gerne. Ja, müssen wir einmal komplett rum am Orakel von Nosgoth vorbei oder. Wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Ja, das ist jetzt irgendwie doof, ne? Also ich gehe erstmal noch weiter in Richtung Norden und hoffe, dass ich dann da wieder runterkomme. Aber weiter rechts ging es ja nicht lang. Da war ja das Haus im Weg. Also, sehr seltsam. Aber nun gut. Schauen wir mal, was wir finden. Ansonsten fliegen wir halt wieder zurück. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Wir können uns ja schnell fortbewegen. Und wir schauen uns erstmal diese Stadt hier an, die von Krankheit heimgesucht ist, von der Pest wahrscheinlich, weil er gerade eben schon von ihr geredet hatte. Da oben liegt ein Leichenhaufen. Welche Route nehme ich denn? Ich nehme... Komme ich da überhaupt links durch? Hier? Da steht da auch wieder so ein Haus im Weg. Wäre irgendwie doof, finde ich, ne? Aber nun gut, wir laufen jetzt erstmal hier so durch. Ich habe jetzt keine Lust, die menschliche Form anzunehmen. Es ist sowieso niemand, der uns angreift. Und ich bezweifle, dass die uns irgendwas Interessantes zu sagen haben. Heart of Darkness, oh, nicht schlecht. Oh, aber wenn wir hier nicht weiterkommen, dann weiß ich jetzt auch spontan nicht, wo wir weiter lang müssen. Hier sind, kann ich davon denen trinken? Oh ja, das ist gut, denn ich brauche Blut, wie ihr sehen könnt. Ich finde es witzig, wie sie dann aus dem Bett verschwinden. Das Bett auf einmal... Naja, es ist dann nicht gemacht, aber... Ach, keine Ahnung, es ist doch nicht gemacht. Es sah dann so aus, als wäre das Bett dann total schön gemacht. Auf einmal so die Leiche verschwindet und ha... Eine gute Fee kommt und stellt das Bett wieder her. Und, wow!
Ach, du schon wieder. Also, was heißt du schon wieder? So ein komischer Typ aus dem Turm von Noob Raptor oder Nub Raptor, wie es auf Englisch sagt. Hallo? Okay, für den ist, glaube ich, das Schwert ein wenig sinnvoller. So. Oder auch nicht. Ja, das ging so. Er hat mir nicht wirklich viel Schaden gemacht. Aber es war eine kleine Überraschung, dass er auf einmal aufgetaucht ist. Über den Leichenhaufen kommen wir nicht drüber. Vielleicht finden wir auch einen Gang durch eines der Häuser hier, durch den wir weiterkommen. Oh! Oh! Haha! Das sieht nach einem neuen Zauber aus. Deswegen werde ich erstmal speichern. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir jetzt hier finden werden. Ich werde noch 15 Minuten spielen, dann haben wir eine halbe Stunde voll. Und dann auch wirklich eine halbe Stunde, nicht so wie von vor zwei Folgen, wo ich dann sagte, ach ja, wir haben jetzt eine halbe Stunde voll und dann waren es doch nur 20 Minuten, weil ich irgendwie zu blöd war, die Uhr zu lesen. Aber ich denke, das passiert eben mal. Von daher, ja, was soll's. Und in der Viertelstunde können wir sicher noch einiges machen hier. So, ich bin gespannt. Kann ich die Tür aufschlagen? Komme ich hier rein? Ich würde hier gerne rein. Komme ich dadurch? Ey, hallo? Was soll das denn? Ich möchte hier das haben, was da drin ist. Moment, ich versuche mal eben mit der menschlichen Form. Komm, ihr nervt. Sterbt einfach, komm. Stirb, stirb, stirb und stirb. Der macht mir überhaupt keinen Schaden. Der nervt einfach nur, weil er da ist. So, ich nehme mal die menschliche Form. Vielleicht stehen uns dann Tür und Tor offen. Und wir finden, was hier drin ist. Denn das wäre schon irgendwie ziemlich geil, denke ich mal. Na, hier komme ich nicht durch. Hier kann ich auch nichts machen. Hä? Okay, das ist verdammt seltsam. Ich möchte mal den Blitzzauber haben. Vielleicht kann ich die Tür ja aufschießen. Oder auch nicht. Also, die Tür... Nee, die Tür macht gar keine Geräusche. Ich kann auch gegen die Wand hauen, das macht dieselben Geräusche. Wie komme ich denn hier durch? Ich will hier weiter. Hallo? Hallo? Do, do, do. Manu. Ich werde später nochmal wiederkommen. Vielleicht komme ich dann weiter. Oder ist hier irgendwo ein Geheimgang oder so? Ist hier irgendwo ein geheimer Schalter? Vielleicht eine von den Lampen? Nein. Hier ist eine Tür offen. Ach, ich bin auch so doof. Ey, ernsthaft. Ich bin so ein Vollidiot, dass ich das nicht gesehen habe. Wisst ihr, auf der rechten Seite von der Tür auf der rechten Seite von dem Speicherpunkt gucke ich natürlich. Aber auf der linken. Nein, auf der linken gucke ich nicht. Hm. So ein Blödsinn. Ja, komm her, komm her. Ja, dann gib du mir erstmal dein Blut. Das kann ich gut gebrauchen. Dann stirbst du eben. Okay, das meinte ich eigentlich nicht wörtlich. Ich wollte auch dein Blut haben, aber gut. Warum sind hier schon wieder so viele Pfeilfallen? Da geht's weiter, okay. Loading. Ah, jetzt kommen hier schon einige Gegner. Ich werde mal ein bisschen auf Magie zurückgreifen. Und die in die Luft jagen. Oh gut, beide gelähmt. Das heißt, wir können von beiden trinken. Das tut unserer Lebensenergie natürlich sehr gut. Oh, zu viele Gegner. Da ist Magie, das heißt, ich werde... Hey, Moment, da können wir hoch? Tatsache, guck mal, da oben kann man entlanglaufen. Ich scroll ein bisschen schnell. Okay. Fliegt in die Luft. Ihr sollt gefälligst in die Luft fliegen. Ups. So, okay, die beiden sind aus dem Weg geräumt. Du kannst auch durch mein Schwert sterben. Beziehungsweise durch meinen Biss. Da oben. Oh, da oben liegt was. Ich glaube, das ist das, weswegen wir gekommen sind, oder? Ja, definitiv. Da wollen wir hin. Ich bin schon sehr gespannt, was uns hier für eine nette Fähigkeit erwartet. Ui. Okay. Also die Fernkämpfer sind kein großes Problem. Oh Gott, sind da unten viele. Die sind kein großes Problem. Was mir mehr Sorgen bereitet, sind die Fernkämpfer. Ich werde mal auf ein Item umschalten. Wir haben so viele von den Dingern hier, die werde ich jetzt mal ein bisschen verwenden. Die sind sogar zielsuchend, machen sie sofort platt. Und bleibt nur das Skelett übrig. Boah, das ist gemein. Oder häute ich die damit? Das kann natürlich sein. Das würde dann auch Sinn machen. Das ist eine fliegende Klinge und dann wird denen die Haut abgeschnitten. Bäh. Böse.
So, was haben wir denn hier? Irgendwas. Keine Ahnung was. Da ist eine Fiolenerweiterung für unser Reagenzglas mit dem Blut. Das ist schon mal verdammt gut. Moment, ist der gerade durch die Falle gestorben? Ah, cool. 27 noch. Ich wollte gar nicht hier rein. Ich drücke immer die falsche Taste. Ich habe so viele Tasten für irgendwelche Menüs in diesem Spiel. Das ist die Zeit verringern, beschleunigen. Nee, Quatsch, verringern. Beziehungsweise, hey, Moment, hier ist irgendwo ein versteckter Schalter. Da oben. Naja, wirklich versteckt ist der ja nicht. Nur, das ist immer irgendwie nervig. Man läuft dann so lang und denkt sich nichts Böses und auf einmal ist da so eine verschlossene Tür. Nee. Ich bin wieder beim Speicherpunkt. Na, ich werde erst gleich speichern, wenn ich das Item habe. Und ich denke mal, das werde ich mir jetzt noch holen und dann ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Es ist natürlich optimal, dass da so ein Speicherpunkt ist. Untote, so ein paar Skelette. Die sind jetzt keine große Herausforderung. Aber ich probiere mal das hier aus. Jetzt müsste ich eigentlich... Nee. Hä? Ist das nicht das Item, das für uns Zeit verlangsamt? Anscheinend ja nicht. Aber was genau macht das jetzt? Okay, jetzt habe ich es nochmal verwendet. Das ist sehr seltsam. Ich schalte mal lieber wieder auf den Blitz um. Das ist mir gerade irgendwie sicherer. Da schießt irgendwie so Blitze auf uns runter, aber ich weiß nicht genau, was das ist. Was war das nochmal? Oh nein, nicht ihr schon wieder. Nicht ihr Mistviecher. Oh nein. Nein, ich habe Albträume von euch. Oh, in dem Tempel, wo ich den Blitzzauber bekommen habe, waren die. Und sie haben mich so genervt, weil ich sie nicht angreifen konnte. Beziehungsweise schon, aber nur aus der Ferne. Und die haben nur aus dem Nahkampf. Und die haben mich so fertig gemacht. Und nein, von der wollte ich trinken. Ich habe kein Mana mehr. Oh, oh, nein. Ich hätte speichern sollen. Verdammt, verdammt, verdammt. Achso, ich habe sowieso Hearts of Darkness, ne? Moment, Moment. Ich verwende eins. Es gibt mir nämlich viel Lebensenergie oder auch nicht. Okay, ich bin einmal gestorben. So, ich brauche noch ein bisschen Lebensenergie. Naja, das bringt es jetzt irgendwie nicht wirklich. Nehmen wir doch mal genau das Implosionsding. Nein, ich kann im Menü das Menü aufrufen. Menüception. Wie auch immer. Ich benutze jetzt einfach das hier, weil ich damit so gut treffe. Das andere ist mir einfach zu stressig, deswegen lasse ich die implodieren. Und jawohl, das sieht schon mal sehr gut aus. Eine Mana-Erweiterung. Ich lasse mich aber auch von allem hier treffen, oder? Oh, da ist ein Snack. Den brauche ich. Den habe ich aber jetzt echt dringend nötig. Ich bin ja froh, dass uns die Feuerteufel oder was auch immer das sind, nicht angegriffen haben, als wir hier unten lang gegangen sind. Das wäre es noch gewesen. Ja, komm. Och, ich muss auch treffen. Ich verschwende hier gerade... Wo ist er hin? Hä? Habe ich ihn doch getroffen? Na gut. Noch mehr Magie. Oh, wir haben fast die zweite Rune voll. Und? Was ist das? Whatever spell is cast at me will be reflected back at the caster, leaving me unharmed. It will only last for a short time, however, before leaving me vulnerable once more. Ja gut, das hätte ich jetzt hier gebrauchen können. Ein magischer Schutzschild, der sämtliche Zauber, die auf uns abgefeuert werden, zurückreflektiert. Moment, ich muss es mal eben ausrüsten. Ich möchte hier weg. Ich möchte das ausrüsten und dann will ich das jetzt direkt mal ausprobieren. So. Wupp, 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 wupp. Sehr schön. Das hält natürlich nur für eine kurze Zeit. Aber das reicht uns, um hier in den Nahkampf zu gehen. Und wie viel halten die eigentlich aus? Boah. Hä? Der hat nicht so viel ausgehalten. Wenn ich das zurückreflektiere vielleicht, bringt das was? Keine Ahnung. Hä? Irgendwie blicke ich nicht ganz durch da gerade, wie das jetzt funktioniert. Aber... was soll's. Ich aktiviere den Schutzschild nochmal. Ja, gegen den Nahkampf hilft uns das leider nicht so viel. Aber wir haben ja genug Gelegenheit, alles auszuschalten, was sich bewegt. Und da ist ein Schalter, den sollte ich drücken. So, geht's weiter? Jawohl, da unten hat sich eine Tür geöffnet. Leichen.
Kann ich davon trinken? Nee, leider nicht. Okay, das ist ein bisschen doof. Ich bin hier unter meiner Glocke ziemlich allem ausgeliefert und wir sind draußen. Hey, aber ich wollte noch speichern. Oh weh, das ist unschön, noch so ein Vieh. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Stirb. Wo sind deine Skelette? Hängen die da oben hinterm Haus fest oder wie? Na komm. Ach, das ist mir zu blöd. Ich treffe den gar nicht. Ich gehe jetzt zurück zum Speicherpunkt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich laufe einfach jetzt hier durch. So. Die Viecher können mich mal. Ich aktiviere den Schutzschild. Dann können die mich nicht abschießen. Ich frage mich, ob das auch gegen die Fallen hilft. Moment. Keine Ahnung. Das geht anscheinend durch mich durch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was soll's. Aber auf jeden Fall können uns diese komischen Feuerteufel, die da mit ihren Dingern nach uns werfen, nichts mehr antun. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich jetzt nicht von den ganzen Pfeilen treffen lasse. Sonst verrecke ich doch noch und verbrauche noch so ein Heart of Darkness. Ja, komm. Ja, das ist auch meine Reaktion. Ach ja, genau. Direkt der nächste Raum ist dann ja schon der Speicherraum. Und dann sind wir so ein bisschen in Sicherheit. Und wir können ja auch ohne Probleme wieder zurück, dank unserer Magie. Wobei, ich habe eigentlich keine Magie mehr. Okay, dann wird das nächste Mal einfach mit Items gefeuert. Ich habe ja noch so ein bisschen was. So, ich werde mal speichern. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und ciao.